Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 243. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Paddellektur an der Nordsee, vom größten Leuchtturm der Bundesrepublik Deutschland und von leckerer Ostfriesentorte. Viel Spaß beim Hören! Ihr habt es ja letzte Woche sicherlich gemerkt, die letzte Episode ist ausgefallen. Der Grund ist ein einfacher. Wir waren nämlich in eurer Zeit im Urlaub, beziehungsweise in meiner Zeit sind es wir immer noch. Und leider hatte ich vor dem Urlaub so gar keine Lust und auch sehr, sehr viel Stress noch im Vorfeld, dass ich nicht dazu kam, zwei Episoden vorzuproduzieren. Also musste ich eine Woche einfach einmal ausfallen lassen. Und ich hoffe, das war für euch auch in Ordnung. Aber dafür gibt es dann heute wieder eine ganze Menge zu erzählen, nämlich von unserem Aufenthalt in Ostfriesland. In meiner Zeit bin ich nämlich immer noch im Urlaub und in eurer Zeit bin ich natürlich schon wieder zu Hause. Und von meiner Zeit, nämlich jetzt und heute, möchte ich euch erzählen. Ja, wo fange ich an? Wir sind also im Urlaub und unter anderem hat es uns dieses Mal mit dem Wohnwagen an die Nordsee verschlagen. Genauer gesagt nach Ostfriesland. Das Ziel hieß diesmal Norden-Norddeich. Das liegt ganz grob gesagt 40 Kilometer von Emden entfernt. Oder wenn ihr auf die Karte schaut und seht oben die vorgelagerten ostfriesischen Inseln, dann sucht euch die linke Spitze der Insel Norderney und zieht von dort aus eine gerade Linie runter und dann findet ihr ganz unten die Stadt Norden. Ja, wie kam ich auf dieses Ziel? Das ist eine lange Geschichte. Ich wollte schon immer einmal bei einer Schiffsüberführung der Meierwerft dabei sein. Und deshalb hatte ich immer wieder einmal einen Blick in diese Gegend geworfen, um sie mal als Ziel einer Reise auszusuchen. Leider hat es aber terminlich nie mit dieser Schiffsüberführung geklappt. Und vor lauter Gucken und vor lauter im Hinterkopf behalten, hatte ich dann irgendwann einmal die Nase gestrichen voll und habe mir dann gesagt, Schiffe hin oder her, das ist mir jetzt völlig egal, jetzt fahren wir trotzdem mal in die Gegend. Wir waren zwar vor vielen, vielen Jahren schon mal hier in der Nähe in Neuharlingersiel, aber das ist schon sehr lange her und jetzt wollten wir mal ein bisschen westlicher von Neuharlingersiel Urlaub machen. Gesagt, getan, wir suchten uns dafür den nicht ganz billigen Campingplatz Nordsee Camp Norddeich raus. Ausschlaggebend war wie immer in solchen Fällen die sanitären Anlagen, die einen sehr modernen und komfortablen Eindruck gemacht hatten. Dass der einfachste Platz 30 Euro pro Nacht kosten sollte, ja, das schluckte ich erst einmal runter. Aber wie gesagt, es ist uns vor allem wichtig, dass wir moderne sanitäre Anlagen haben und dafür geben wir dann auch mal ein bisschen mehr Geld aus. Und in den 30 Euro waren dann neben dem Stellplatz auch, also Stellplatz inklusive Auto und zwei Erwachsene, waren auch noch der Strom, unbegrenzt warm Wasser in den Duschen und WLAN am Stellplatz enthalten. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann relativiert sich der Preis dann doch schon recht. Was mich im Vorfeld ein wenig abgeschreckt hat, war der Eindruck, dass sowohl Hundebesitzer als auch Kinder hier sehr, sehr willkommen sind. Das heißt, wir rechneten dann mit einem erhöhten Hunde- bzw. Kinderaufkommen, sprich mit viel Lärm und mit viel Dreck. So doof das jetzt klingt und das soll jetzt wirklich nicht abwertend sein, aber ich glaube, ich muss hier vor euch kein Blatt vor den Mund nehmen. Es ist nun mal so, dass Hunde bellen und Dreck machen und den Hundebesitzern das vielleicht auch das ein oder andere Mal nicht so nahe liegt, den Dreck dann auch wegzuräumen, was sich dann auch geruchsmäßig an der einen oder anderen Stelle hier auch bemerkbar macht. Ja, und Kinder, die toben natürlich auch über den Platz und durch die Waschräume hindurch
Und jetzt erzählt mir bitte nicht, dass das nicht so ist. Ich war ja schließlich auch mal ein Kind und ich war da auch nicht anders. Wir haben auch die grenzenlose Freiheit auf dem Campingplatz genossen. Und jetzt als Erwachsener haben wir es eben auch wieder erlebt. Der ganze Campingplatz inklusive des Waschhauses ist ein einziger Spielplatz und das bis weit in die Nacht hinein. Das ist so und das macht ja im Grunde auch nichts weiter. Wir waren ja darauf vorbereitet und wir nahmen das dann auch in Kauf. Und wir wussten ja auch, dass wir den ganzen Tag unterwegs sind und deswegen macht uns das auch nicht allzu viel aus. Als wir nach 12 Stunden Fahrt mit der ein oder anderen Dosensuche am Wegesrand natürlich am Campingplatz ankamen, wurden wir dann recht reserviert, würde ich jetzt mal sagen, am Empfang begrüßt. Ich hatte mich im Vorfeld gut über den Platz informiert und wusste auch, dass man seine Rechnung vorab begleichen muss. Das heißt, man muss sagen, wie lange man bleiben möchte und muss dann für diesen Zeitraum auch vorab bezahlen. Wenn man dann, aus welchen Gründen auch immer, früher abreisen möchte, bekommt man sein Geld allerdings nicht zurück. Das ist für mich ehrlich gesagt ein absolutes Unding. Gerade deshalb machen wir ja Camping, weil wir flexibel sein wollen und wir kurzfristig entscheiden wollen, wie lange wir bleiben. Und das ging hier eben nicht. Ich sehe zwar ein, dass man im Voraus bezahlt, so als Sicherheitsleistung vielleicht oder eine Kreditkarte vorlegt, aber wenn man dann früher abreist, dann sollte man das zu viel bezahlte Geld zurückerstattet bekommen. Dass das bei Hotels nicht so geht, das ist mir bewusst, aber beim Camping ist ja diese Art von flexibler An- und Abreise gang und gäbe und deswegen hätte ich das hier eigentlich erwartet. Naja, ich wusste es wie gesagt vorher schon, dass es so gehandhabt wirkt, aber der Mann an der Kasse wusste nicht, dass ich das weiß und der machte auch erstmal gar keine Anstalten, mich darüber aufzuklären. Der Typ hätte mich also erstmal ins offene Messer laufen lassen, denke ich. Als ich dann ihm aber sagte, dass ich davon Kenntnis habe und dass wir deshalb erst einmal 7 Tage bezahlen würden und ob das eventuell möglich wäre, dass wir nach diesen 7 Tagen vielleicht verlängern, da zuckte dieser, ja, ich nenne ihn einfach mal unmögliche Typ, nur gelangweilt mit den Schultern und meinte dann lapidar, dass wir dann vielleicht den Platz räumen müssten, weil der Platz dann vielleicht wieder belegt sein würde. Und dann habe ich dann halt genauso lapidar geantwortet, das ist dann ja wohl nicht mein Problem, sondern seins. Also wenn er uns dann nicht länger als Gäste haben möchte, dann reisen wir halt ab. Aber ganz ehrlich, der Typ hat dann auch nur schief gegrinst und es schien ihm relativ egal zu sein, ob wir dann abreisen. Aber wie gesagt, deshalb mache ich ja Camping, dass ich flexibel reisen kann und mich nicht von irgendwelchen Reisezeiten einengen lassen muss. Und ja, wie gesagt, dem Typen war das einfach scheißegal. Der war eben nur ein Angestellter und bekam wahrscheinlich sein Gehalt so oder so. Und ob der jetzt engagiert ist oder freundlich oder kundenorientiert oder gar nichts von all dem, das ist ihm vermutlich relativ wurscht. Wir wurden dann auch mit keinem Wort in irgendwelche Abläufe eingewiesen. Er fragte zwar noch, ob wir schon mal hier gewesen seien, aber als ich das dann verneint habe, wurden wir weder über WLAN-Zugänge noch über die Müllentsorgung noch über den Brötchenservice noch über irgendwelche Ruhezeiten oder sonst was aufgeklärt. Nee, ich musste sogar nach dem Weg zu unserem Stellplatz fragen und ihm das aus der Nase ziehen. Und das war wirklich ein unmögliches Verhalten. Unseren Stellplatz fanden wir dann dank einer sehr guten Beschilderung alleine. Der Typ hatte uns übrigens auch ungefragt einen Platz der Kategorie B zugewiesen, statt uns vorher zu fragen, was wir eigentlich haben wollen. Und als ich ihn dann daraufhin noch angesprochen habe, meinte er dann, dass für unsere Gespanngröße nur der Platz B in Frage käme, B oder höher. Kategorie C sei nämlich mit 105 Quadratmeter, glaube ich, zu klein für uns. Gut, in dem Fall war mir das auch egal. Der nächsthöhere Platz kostete 2 Euro mehr pro Tag und das war uns dann Wurst. Okay, reite ich nicht auf dem Typen rum, sonst ärgere ich mich nur wieder. Das wird sich dann halt später in der Campingbewertung bemerkbar machen, wie wir da am Empfang behandelt wurden. Ich habe
zwei sanitäre Anlagen auf dem Platz entdeckt. Eine große im Eingangsbereich des Campingplatzes und eine, sagen wir mal, kleinere im hinteren Bereich. Dort hinten haben wir jetzt unseren Stellplatz. Da wir unseren Platz ja nicht selber aussuchen durften, sondern er uns zugeteilt wurde, bin ich jetzt allerdings recht froh, dass wir trotzdem einen relativ ruhigen Platz zugesprochen bekommen haben. Ihr hört jetzt vielleicht im Hintergrund ein paar Kinder schreien und ein Hubschrauber oder irgendwas ist gerade über uns hinweggeflogen. Aber das sind eigentlich die einzigen Geräusche, die uns hier erreichen. Zum Waschhaus müssen wir zwar ungefähr 200 Meter gehen, das macht aber im Grunde nichts, denn dort befindet sich auch ein großer Spielplatz. Und großer Spielplatz bedeutet dann auch wieder Lärm. Also sitzen wir dann lieber hier hinten in unserem relativ ruhigen Eck und haben dann unsere Ruhe, soweit das in der Hauptferienzeit überhaupt möglich ist. Apropos Ferienzeit, wir haben uns den Termin nicht ausgesucht. Also normalerweise machen wir immer Ende August, Anfang, Mitte September Urlaub. Dann, wenn nur noch Baden-Württemberg und Bayern Ferien haben. Aber das ging dieses Mal leider nicht. Und den Unterschied merken wir dann deutlich. Es ist alles teurer, es ist alles lauter, es ist alles trubeliger. Und daran muss man sich erst wieder gewöhnen. Ja, da fällt mir gerade ein, weil ich gerade von Kinderspielplatz spreche. Es gibt mehrere große und sehr schöne Kinderspielplätze hier. Es gibt auch eine Kinderanimation und auch einen Fahrradverleih, der sehr gut ausgestattet ist. Also wie bereits erwähnt, es ist alles sehr kinderfreundlich hier. Es gibt hier einen großen Supermarkt, in dem es die wichtigsten Dinge des täglichen Bedarfs gibt, unter anderem diverse ostfriesische Spirituosen unbekannten Geschmacks. Also irgendwelche Teeliköre habe ich dort stehen sehen, bei denen ich da noch nicht so ganz herausgefunden habe, ob das Zeug so heißt, weil es in den Tee getan wird oder weil es aus Teeblättern gemacht wurde. Also ich weiß gar nicht, kann man aus Teeblättern Schnaps bzw. Likör machen? Ich glaube fast nicht, oder? Also nehme ich mal an, dass dieses Getränk dann vielleicht so à la Grog in den Tee getan wird. In dem Supermarkt kann man morgens okayne Brötchen kaufen. Recht trockenes Zeug ist das, aber ja, mit viel Kaffee geht's dann schon. Es gibt auf dem Platz auch noch ein italienisches Restaurant mit sehr, sehr guter Pizza, die man sich dann auch an den Stellplatz liefern lassen kann. Außerdem gibt es, wie gesagt, kostenloses WLAN am Stellplatz. Zu den Stoßzeiten ist das zwar etwas überlastet, aber sonst ganz okay. Ich kann Bilder und Videos auf die Dropbox laden und Podcasts runterladen bzw. auch YouTube-Videos anschauen und mehr brauche ich eigentlich nicht. Das passt dann schon. Die Stellplätze sind eben und überwiegend mit grüner Wiese bedeckt. Wir stehen genau auf einer solchen, nämlich auf einer kurzgeschorenen, schönen grünen Wiese. Aber wenn wir aus unserem Wohnwagen raustreten, haben wir eine kleine Fläche feinen Kies vor der Tür. Und das finden wir auch okay, denn so müssen wir keinen Teppich ausrollen. Und der Teppich wird dann auch nicht eingesaut und wir haben nach Regen auch keinen Matsch vor der Tür. Und das finden wir ganz gut. Die Heringe vom Vorzelt gehen dann trotzdem gut in die Erde rein. Frischwasser und Abwasseranschluss und Strom ist direkt am Platz. Das ist eigentlich nie weiter als so 5 bis 10 Meter entfernt, maximal. Beschattung gibt es allerdings nicht, also hier stehen kaum Bäume. Strom ist inklusive, das habe ich ja schon gesagt. Und deshalb haben wir dann unseren Kühlschrank auch an den Strom angeschlossen und nicht ans Gas. Was ich richtig gut finde, ist, dass überall auf dem Platz Restmülltonnen herumstehen. Man muss also in der Regel nie weiter als 20 Meter laufen, um seinen Müll loszuwerden. Außerdem ist die Mülltrennung hier total entspannt. Es wird Glas getrennt, Papier und eben der Restmüll. Mehr nicht. Bei uns in Bayern ist das wesentlich umständlicher. Da kommt dann noch so Blech und Alu dazu, ist das, glaube ich. Plastik und auch Bio. Das Waschhaus ist, obwohl ich es, wie gesagt, immer kleines Waschhaus nenne, sehr groß. Es gibt da circa 1 Dutzend Toiletten, ebenso viele Duschen und mindestens das gleiche an Waschbecken, wenn nicht sogar mehrere Waschbecken. Also es ist ein riesiger Raum.
voller Waschbecken. Und das macht auch so ein bisschen den Eindruck von so einer Jugendherberge, so einem Waschraum von einer Jugendherberge. Es gibt zwei separate Waschkabinen, was mir sehr wichtig ist. Und alles wird sehr zuverlässig gereinigt. Einziges Manko hier, überall liegt Klopapier verstreut herum. Und Kinder missbrauchen das Waschhaus leider auch als Spielplatz, wogegen dann auch nicht eingeschritten wird. Das mit dem Klopapier, das muss ich vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. In jeder Kabine gibt es so einen großen, runden Kasten, in dem zwei Klopapierrollen hängen. Die sind dann aber so dermaßen fest in diese Halterung gepresst, dass man das Papier nicht rausziehen kann, ohne es zu zerrupfen. Tja, und was passiert dann mit diesem zerrupften Klopapier? Genau, es verteilt sich gleichmäßig in der Kabine und auch gleichmäßig im ganzen Waschhaus. Und das ist etwas unangenehm, finde ich. Klar könnte man jetzt sagen, das ist ja die Schuld der Gäste. Man könnte aber auch sagen, das ist die Konstruktion, die da einfach Mist ist. Und ich tendiere dann zu letzterem und sage dann, tauscht den Mist einfach aus und ihr habt dann nicht mehr überall dieses zerrupfte Klopapier im Waschhaus rumliegen. Ja, der Lärmpegel ist tagsüber auf dem Campingplatz enorm hoch. Wie gesagt, das Ganze ist kinderfreundlich und die springen auch wirklich überall herum. Ihr hört es jetzt sicherlich im Hintergrund, wie es hier wieder zugeht. Aber nachts ist es wirklich sehr ruhig hier und wir können da auch wunderbar schlafen. Der Deich ist gleich vor dem Campingplatz und dahinter ist dann nichts. Da fängt dann gleich das Watt an. Also übergangslos fängt nach dem Deich gleich das Meer an, wenn es dann mal da ist. Wer also am Strand liegen möchte, der muss dann circa 1,5 bis 2 Kilometer nach rechts Richtung Norddeich laufen. Lasst mich da jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert, wenn man links lang läuft. Ach, verdammt, vergesst, was ich jetzt gesagt habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was links vom Campingplatz zu finden ist, weil da habe ich noch gar nicht über den Deich geguckt, sondern wir sind bis jetzt immer rechts lang gegangen. Egal. Also in Norddeich, in dem Örtchen Norddeich selbst, habe ich einen großen Strand mit Strandkörben gesehen und einen riesigen Hundestrand. Apropos Hunde. Da auf dem Deich Schafe grasen mit ihren Lämmern, ist Hunden der Zugang verwehrt. Also es ist absolut verboten, dass Hunde auf den Deich dürfen. Aber direkt vor dem Campingplatz bis nach Norddeich hinein, also auf die ca. 1,82 Kilometer, ist eine Hundezone eingerichtet. Und in diesem Bereich dürfen Hunde auch auf den Deich. Und das wird eben der Grund sein, warum der Campingplatz so beliebt bei Hundebesitzern ist. Und nicht nur der Campingplatz, sondern auch die ganze Gegend. Denn es ist wirklich faszinierend, wenn man das hier so beobachtet. Es gibt hier wirklich so viele Hunde wie Kinder. Und das während der Ferienzeit. Also das will schon was heißen. Wo war ich? Also läuft man, wie gesagt, aus dem Campingplatz raus und dann rechts lang, gelangt man nach knapp 2 Kilometern in den Ort Norddeich, wo es dann unzählige Restaurants und Cafés und Eisdielen sowie kleine hübsche Läden gibt. Und von dort aus kann man dann auch noch mit der Fähre nach Norderney fahren und man kann auch andere Schiffsausflüge von dort aus machen. Wir waren dort einmal im Restaurant Seestern essen und dort war es wirklich fantastisch, das kann ich absolut empfehlen. Ich kann vor allem die Fischplatte mit den Krabben empfehlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber sie hat irgendwas um die 20 Euro gekostet. Und die war wirklich sehr, sehr lecker. Sie wird dann normalerweise mit Bratkartoffeln serviert, aber weil mir das dann doch etwas zu üppig war, habe ich mir dann als Beilage lieber Gemüse bringen lassen. Und man kann das Ganze dann auch noch mit Pommes oder eben diesen Bratkartoffeln oder mit Reis oder was weiß ich noch dazu bestellen. Die Preise sind absolut in Ordnung in diesem Restaurant und wie gesagt sehr, sehr lecker und absolut reichlich. Also ich bin mehr als satt geworden. Es waren, glaube ich, 4 Fischfilets drauf plus eine Handvoll Krabben, dazu eben das Gemüse und dann einen kleinen Salat, einen grünen Salat, aber der war nicht besonders gut und das Dressing war auch nicht besonders gut. Den habe ich dann stehen lassen, aber der Rest war wirklich sehr lecker und das für knapp 20 Euro, da muss man nicht jammern.
Ich stelle euch dann dazu am besten mal ein Bild ein. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Mein Herz allerliebster hat dann so eine Art Surf and Turf bestellt. Also das war, glaube ich, Schweinefilet mit Krabben und Bratkartoffeln. Und das hat ihm auch sehr gut geschmeckt. Überhaupt haben wir jetzt, seitdem wir hier sind, nur sehr, sehr gut gegessen. Und ja, davon erzähle ich euch vielleicht nach und nach noch mehr davon. Erzähle ich euch erstmal von unseren Unternehmungen. Am ersten Urlaubstag sind wir aus dem Campingplatz links rausgefahren. Wir haben nämlich eine Pedelec-Tour nach Kampen gemacht. Das waren dann zum Schluss 70 Kilometer. Der Himmel an dem Tag war bewölkt und auf dem Hinweg hatten wir einen recht kräftigen Gegenwind, den wir allerdings mit unseren Pedelecs kaum gespürt haben. Wir konnten damit zwar recht gut mit den Pedelecs gegen den Wind anstrampeln, aber wir waren dann trotzdem abends richtig fertig und mir haben dann wirklich so dermaßen die Knie wehgetan, dass ich dann abends wirklich keinen Schritt mehr gehen wollte. Ich bin dann runter vom Fahrrad, einfach nur noch rein in die Dusche und danach, nach dem Duschen, hat mich dann keiner mehr vom Wohnwagen weggebracht. Wir haben dann am Wohnwagen gegessen, wir haben uns den Pizzaservice gegönnt und haben uns eine Pizza liefern lassen und nach der halben Flasche Wein ging es mir dann wesentlich besser und ich bin dann wohlig ins Bett gefallen. Jetzt nehme ich das eine dem anderen vorne weg und erzähle wieder alles durcheinander. Ich wollte ja von der Pedelec-Tour erzählen. Wir sind also nach Kampen gefahren und auf dem Weg dorthin haben wir in Gretsiel gestoppt. Gretsiel ist ein sehr hübscher, touristisch reizvoller Ort, in dem es gefühlt hunderte Restaurants, Cafés und Teestuben gibt. In eine dieser Teestuben sind wir dann auch eingekehrt. Die hieß, glaube ich, Probieren und Schenken in der Sielstraße am kleinen Fischerhafen. Das ist eigentlich ein kleiner Teeladen, in dem man dann so verschiedene Teesorten kaufen kann, Candiszucker, Teetassen, Teeaccessoires, Geschenke rund um den Tee, also so richtig schöner, schnuckliger kleiner Laden ist das. Aber dieser Teeladen hat auch ein paar Tische vor der Tür stehen, wo man dann sich hinsetzen kann und Kuchen essen und Tee beziehungsweise auch einen recht guten Kaffee trinken kann. Und dort haben wir dann gesessen und auf die Fischkutter geschaut, die vor uns im Wasser lagen, haben den Leuten beim Flanieren zugesehen und haben die weltbeste Ostfriesentorte und einer der besten Käsekuchen gegessen. Ostfriesentorte ist eine Spezialität, die es hier gibt. Das ist eine Art Sahnetorte mit in Rum eingelegten Rosinen. Und die Torte in diesem Teeladen Probieren und Schenken ist meiner Meinung nach die beste auf der ganzen Welt. Nämlich eine, die laut eigenen Worten nicht mit Rumaroma zubereitet wird, sondern mit echtem Rum. Und das hat man wirklich herausgeschmeckt. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Nach dieser Stärkung sind wir dann zum sogenannten Otto-Leuchtturm gefahren. Ja, bei euch wird es jetzt vermutlich klingeln. Ich wusste damit erstmal gar nichts anzufangen. Der Otto-Leuchtturm heißt nämlich in Wirklichkeit Pilsumer Leuchtturm und steht, wie der Name schon sagt, in Pilsum. Der Leuchtturm selbst kam mir, als ich ihn dann gesehen habe, zwar wahnsinnig bekannt vor, aber ich dachte eigentlich, ich würde ihn von irgendeiner Briefmarke kennen. Aber leider finde ich diese Briefmarke nicht mehr und so scheint es dann wohl, dass ich mich geirrt habe. Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, woher ich diesen Turm kenne. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kennt den Turm vermutlich aus dem ersten Otto Walkes-Film. Angeblich ist der Turm in den ersten Minuten des Films zu sehen, als die Kindheit von Otto nachgestellt wird. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Also Otto habe ich mal als Kind gesehen. Damals fand ich es ganz lustig. Heute ist das, ja, sagen wir vorsichtig gesagt, nicht mehr mein Humor. Ehrlich gesagt finde ich es inzwischen sogar eher peinlich, was der da macht. Aber egal, darum geht es jetzt hier auch nicht. Ich habe dazu keinen Bezug mehr und deswegen war mir das völlig entgangen,
dass dieser Turm irgendetwas mit Otto Walkes zu tun haben soll. Wir wandern also bei diesem Turm, der ist auch nur 11 Meter hoch und soll, so hat mein Herzallerliebster gelesen, der kleinste Leuchtturm Deutschlands sein. Er ist rot-gelb gestrichen und ist gerade bei heiratswilligen Pärchen sehr beliebt, die den Bund fürs Leben schließen wollen. Aus diesem Grund gibt es dann vor dem Turm auch ein Drahtgestell, an dem die Paare dann ein Schloss hinhängen können, um ihre Liebe zu zeigen bzw. da auf ewig und immer zu besiegeln. Die meisten dieser Schlösser sind vom Salzwind auch schon sehr angegriffen und dementsprechend rostig und das tut dann der Liebe hoffentlich keinen Abbruch, aber es sieht schon sehr nett aus, wie diese verrosteten Schlösser dort im Wind hin und her schaukeln. Man kann den Turm dann wohl im Rahmen einer offiziellen Führung besichtigen. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Anlass dafür gesehen und wir sind dann stattdessen lieber nach Kampen weiter gestrampelt, unser Ziel des Tages. Dort steht der höchste Leuchtturm Deutschlands. Dieser ist ungefähr 65 Meter hoch, was sich jetzt eigentlich nicht besonders hoch anhört. Aber wenn man oben steht, ist das schon eine beachtliche Höhe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Turm da oben sehr schmal ist oder dass man so im Freien steht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fühlt sich die Höhe dort oben sehr, sehr hoch an. Ja, an dem, was ich erzähle, merkt ihr schon. Erstens kann der Turm bestiegen werden und zweitens haben wir das auch gemacht. Mit der Kurkarte hat das, glaube ich, 3,50 Euro pro Person gekostet. Man muss dann 320 Stufen hinauflaufen. Und oben gibt es dann, wie gesagt, außen einen schmalen Rundumweg, so dass man dann auch in alle Himmelsrichtungen blicken kann. Und man hat so das Gefühl, man würde da ein bisschen weit über der Erde frei stehen. Da das Ganze ein stabiler Stahlkonstruktionsbau ist, wackelt es dort oben auch meiner Meinung nach nicht besonders. Also es wirkt sehr stabil. Und ich hatte da oben auch ein sehr sicheres Gefühl und habe keine Höhenangst bekommen, was durchaus mal passieren kann, aber dort oben fühlte ich mich sehr sicher. Jo, inzwischen war es dann schon später Nachmittag geworden und so sind wir dann die circa 35 Kilometer wieder heimgeradelt. Dieses Mal hatten wir Rückenwind, was sehr angenehm war, aber wir hatten auch so eine dicke Wolke, die uns verfolgt hat und so kamen wir dann kurz ein wenig in Regen rein, aber es war nicht so ganz so wild und es war in Ordnung. Ja, und als wir dann wieder am Campingplatz ankamen, bin ich, wie gesagt, nur noch unter die Dusche gesprungen und dann haben wir uns eine Pizza an den Wohnwagen bringen lassen, bevor ich dann fix und foxy ins Bett gefallen bin und in meinen eigenen vier Wänden herrlich geschlafen habe. Wenn ich im Urlaub bin, ziehe ich dann jeden Tag so mein persönliches Hochtief, nenne ich das immer. Ich sage also, was mein persönliches Hoch des Tages war und was mein persönliches Tief war. Und an diesem Tag, von dem ich euch gerade erzählt habe, war die Einkehr in dieses Teegeschäft mit dieser fantastischen Ostfriesentorte mein absolutes Hoch. Und das Tief, das war eigentlich, ja, das war ein Straßenabschnitt, den wir mit dem Fahrrad geradelt sind, der nicht so schön war. Das war so kurz vor Greetsiel auf dem Hinweg nach Kampen und das war ein sehr holpriger Radweg und der führte direkt an der stark befahrenen Straße entlang und das war nicht so schön. Gut, vom nächsten Tag mit weiteren Hoch und Tiefs. Und mit einem Ausflug in die Otto-Stadt, ich komme einfach nicht um Otto herum, in die Otto-Stadt Emden, erzähle ich euch dann das nächste Mal. Und bis dahin bleibt bitte gesund, freut euch an diesem herrlichen Sommer und hört auch nächste Woche wieder rein. Macht es gut. Servus.